Hallöchen, ihr Lieben. Hi. Es ist Herbstzeit und Herbstzeit heißt in der Eifel Pilzzeit. Und wir machen uns mal auf den Weg in den Wald, ob die Pilzsaison schon eröffnet ist. Wir haben von Bekannten gehört, dass die schon Steinpilze gefunden haben. Es soll schon was los sein, auf jeden Genau, Fall. wir werden auch gucken. Also wir sammeln eigentlich nur Steinpilze und Pfifferling, weil wir uns da eigentlich mit am sichersten sind, dass wir auch die richtigen finden und weil die halt einfach geschmacklich auch für uns eigentlich am besten sind. Und ja, wir sind gespannt, drücken uns die Daumen, dass wir ein paar Pilze finden. Und schaut mal, der Wald hier, der sieht wirklich perfekt aus. Schöne Fichten, moosiger Boden. Hier wird die Wahrscheinlichkeit bestimmt groß sein, um ein paar Steinpilze zu finden. Und man sieht auch generell schon auf dem Boden viele andere Pilze. Das ist natürlich auch immer ein gutes Indiz. Und ja, wie gesagt, wenn es vorher ein bisschen was geregnet hat, es darf noch nicht zu kalt gewesen sein. Und also so Frost oder sowas ist, glaube ich, gar nicht so gut. Und von daher, ja, richtigen Zeitpunkt abwarten, richtiges Waldstück suchen und dann werdet ihr mit Sicherheit auch leckere Steinpilze finden. Den hier hat bestimmt schon jeder von euch gesehen. Das ist ein Fliegenpilz, den wir natürlich jetzt nicht sammeln, denn der ist hochgiftig. Aber man sagt, dass Steinpilze in der Nähe von Fliegenpilzen sein sollen. Hat sich bei uns jetzt schon einige Male bestätigt, aber auch schon mal nicht bestätigt. Ja, könnte ein Indiz sein, aber ich würde es jetzt nicht in Stein meißeln. Oh wow, wie schön. Leute, schaut euch mal diesen riesigen Steinpilz an. Boah, was ein Prachtexemplar. Wow. Schon ein ganz schöner Kavenzmann und der Wiegt schon was, wa? einige Gramm, ja. Noch die Nacktschnecke hier raus. Zeig mal von unten. Ja, sieht auf jeden Fall noch sehr gut gut aus. aus. Ja. Das Körbchen zu klein. Also anscheinend sind wir gerade auf eine Steinpilzader getroffen. Denn hier steht einer, da ist ein Pärchen da hinten und da vorne sehen wir noch einen. Also das Köpfchen ist wirklich zu klein. Das Abendessen ist gesichert, ne? Ja. Zwei auf einen Streich. Oh, die sind ja schön. Cool. So Leute, und schaut euch mal, der ist. Der ist perfekt. Der ist perfekt. Nichts angeknabbert, noch schön weiß alles. Wow. Der ist bestimmt heute erst aus dem Boden Ein sehr, geschossen. sehr schöner Steinpilz. So, dann erkläre ich euch mal, woran man einen Steinpilz erkennt. Denn wir sammeln eigentlich auch nur Steinpilze und Pfifferlinge, weil wir uns da immer ziemlich sicher sind. Und ja, beim Steinpilz charakteristisch ist dieser eigentlich dieser dicke Stamm, der unten so richtig dick ist. Oben wird er. Oben wird er dann mal schmaler und dann ja, dieser braune Kopf, sehr fest alles. Manchmal ein bisschen glitschig auch. Von unten hat er quasi einen Schwamm. Mhm.
Und genau, keine Lamellen, sondern ja, Schwamm, ne? Genau, und ja, ich meine, diese charakteristische Form ist auf jeden Fall, schaut mal her, ist immer relativ gleich unten, dieser dicke Stamm. Und ja, mega schön und echt paar tolle Exemplare dabei. So, schaut mal her. Das hier ja, sieht ein bisschen komisch aus, aber das ist halt auch noch ein sehr, sehr junger Steinpilz. Und den lassen wir jetzt einfach stehen, weil ja, der kann ja einfach noch was wachsen. Hat noch Potenzial, ne? Müssen wir morgen oder übermorgen nochmal wiederkommen, dass der ein bisschen größer wird. Und genau, so kleine Pilze lassen wir eigentlich immer stehen. Ja, und falls wir nicht wiederkommen, vielleicht freut sich ein anderer Pilzsammler darüber oder irgendein Tier, von daher. Genau. Unser Korb ist ja jetzt auch schon ziemlich voll. Also ich glaube, wir haben noch eine Tasche dabei. Ja, viel mehr. Schon einiges. Für ein Abendessen reicht das schon, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, super. Ich freue mich total. Ich habe hier noch einen gefunden. Das ist ein bisschen wie Weihnachten. Und wenn man einen gefunden hat, dann hört man gar nicht mehr auf. Also am besten so weit wie unten abschneiden. Und wir bedecken die Stelle hier, die Schnittstelle, wieder mit Moos. Ja, da sagt man, das macht man, damit die Stelle feucht bleibt und damit der Pilz wieder wachsen kann. Man sagt aber auch, oder ja, doch, ist eigentlich auch sowas wie ein Mythos, ne? Dass man die Stelle wieder bedeckt, damit die nächsten Pilzsammler nicht sehen, dass es die Stelle überhaupt gab. Ja, und wir haben echt eine gute Stelle entdeckt hier für Steinpilze. Und jetzt schaut mal her, die sind auch gar nicht so leicht zu erkennen. Könnte auch einfach ein Blatt sein, ne? Was auf dem Moos liegt. Aber ja, die nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Ja, schön. Hier, schau mal her, wenn hier so eine Nacktschnecke dran ist oder sowas, einfach kurz abmachen. Hier ist irgendein Tausendfüßler drin. Ein bisschen rauspulen, ne? Also ist alles Natur. Ja, auch hier. Ja. Das sind wirklich wunderschöne Exemplare noch. Ja, keine Würmer dran, alles noch sehr frisch und da läuft mir jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. So, einmal noch zum Standort der Steinpilze. Hier, Marc sammelt noch fleißig. Wie ihr hier im Hintergrund seht, wir sind im Fichtenwald, in so einem offenen Fichtenwald. Ne? Der Boden ist ziemlich moosig und da fühlen sich die Steinpilze sehr wohl. Genau, auf jeden Fall ja, Fichtenwald gucken. Auch manchmal, wo so gemischt Wald ist, ist auch noch, kann man auch mal Glück haben. Aber wir bevorzugen auf jeden Fall die Fichtenwälder, aber da haben wir bis jetzt am meisten immer Erfolg gehabt. Und was die Steinpilze auch sehr mögen, ist, wenn es vorher mal etwas geregnet hat oder etwas viel geregnet hat. Letztes Jahr zum Beispiel war es ja viel zu trocken, da gab es irgendwie fast keine. Ja. Und jetzt hat es in der letzten Zeit sehr viel geregnet, aber es war auch wieder sonnig zwischendurch. Ja, und wir hatten eigentlich gedacht, weil der Sommer so trocken war, dass dies ja auch ein schlechtes Jahr wird, aber bis jetzt. Aber die letzten Wochen waren ja dann doch wieder sehr nass. Genau, ne? Also lohnt sich auf jeden Fall mal die Nase in den Wald zu stecken und nach Steinpilzen Ausschau zu halten. So, ihr habt jetzt mal gesehen, der Pilz sieht auf den ersten Blick vielleicht auch aus wie ein Steinpilz. Ich will ihn jetzt nicht rausholen, aber man sieht auf jeden Fall, der hat einen ganz dünnen Stiel. Der Stiel ist ganz dünn, der hat unten Lamellen drunter. Und genau, Daumen auf jeden Fall immer genau darauf achten, was man sammelt und was man nachher auch isst. Also es hört überhaupt nicht mehr auf. Jetzt stehen hier schon wieder zwei wunderschöne Exemplare. Holen wir direkt noch mit. Von Moos befreien. Ganz unten abschneiden. Boah, der ist hübsch. Mhm. Und es gibt extra Pilzmesser, wo man ja einmal abschneiden kann und der hat dann auf der anderen Seite, glaube ich, einen Pinsel, wo man den direkt säubern kann. Das kann man dann direkt der Natur wieder zurückgeben.
Wir müssen uns auch noch eins anschaffen, aber wir verlinken euch das auf jeden Fall unten in der Beschreibung. Ja. Dann könnt ihr euch auch eins zulegen. Ja, wir waren jetzt quasi, wie lange waren wir unterwegs? 15, 20 Minuten im Wald nur und wir können unsere Wanderung quasi schon oder unseren Spaziergang quasi schon wieder beenden, denn wir haben auf jeden Fall genug Pilze. Wir waren sehr erfolgreich. Ja, was natürlich jetzt ein bisschen Glück auch war, denn wir waren zum Beispiel gestern mal unterwegs, da haben wir nicht einen einzigen gefunden, heute Morgen waren wir auch nochmal kurz unterwegs. Und genau, darum muss man immer ein bisschen Glück haben. Auch und immer mal wieder gucken. Immer mal wieder, genau. Und die Augen auf jeden Fall offen halten, denn dann manchmal sind die echt schwer zu erkennen. So, und hier haben wir haben wirklich sehr, sehr schöne Pilze gefunden. Oft, wenn man dann zu spät unterwegs ist, dann sind die auch schon zerfressen von Würmern, von Schnecken. Die hier, also das hier ist ein Musterexemplar. Prachtexemplar. Sieht man auch wieder sehr schön, wie gesagt, dieser dicke Stiel, fester Kopf. Der Schwamm, im Idealfall ist er noch weiß. Wenn man jetzt hier so einen älteren Pilz hat, dann sind die schon was gelblich. Aber das zeigen wir euch auch nachher. Die kann man ganz, ganz leicht entfernen später dann. Und ja, auch die hier sind auch wirklich super schön. Sind halt schon ein bisschen angeknabbert, aber ja, ist halt alles in der Natur, ne? Und ja, das sind echt zwei wunderschöne Exemplare. Und davon werden wir nachher eine wunderschöne Steinpilz mit Nudeln wahrscheinlich, ne? Steinpilz-Nudelpfanne machen. Ja, mega. Boah, mega, da freue ich mich schon so drauf. Und ja, wie gesagt, man kann Pech haben, man kann aber auch Glück haben. Wir hatten das jetzt gerade in 20 Minuten, war das Körbchen voll. Wie gesagt, gestern sind wir unterwegs gewesen, hat man nichts gefunden. Wie lange waren wir unterwegs? 1,5 Stunden oder sowas, ne? Also von daher immer mal wieder in den Wald gehen. Macht ja auch Spaß, auch wenn man keine Pilze findet. Und ja. Wir sind mega happy. Falls ihr euch trotzdem unsicher sein solltet bezüglich der Pilze, welche man essen kann oder auch nicht, gibt es hier oder wird hier auch eine Pilzwanderung angeboten. Und zwar macht das der Udo. Wir könnt euch ganz gerne die Kontaktdaten mal auch in der Beschreibung verlinken. Die Pilzwanderung haben wir nämlich letztes Jahr gemacht mit ihm. Es gibt hier noch viele, viele weitere Pilze, die man essen kann. Ja, Marc hat es eben schon gesagt, wir essen nur die oder wir sammeln nur die Steinpilze und die Pfifferlinge, weil wir da einfach zu 100% sicher sind. Wenn ihr aber ein bisschen mehr wollt, dann empfehlen wir euch unbedingt diese Pilzwanderung. Der Udo macht das total toll. Ja, war also echt ein cooles Erlebnis. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Der hat richtig viel Ahnung. Also er ist auch wirklich ausgebildet darin. Pilzführer, ne? Genau, der ist Pilzführer. Also da könnt ihr nichts falsch machen. Und wenn ihr sowieso in der Eifel seid, dann gönnt euch diese Pilzwanderung. Sehr empfehlenswert. Jo, das Körbchen ist voll. Unser Abendessen ist gesichert. Wir werden uns jetzt wieder auf den Weg machen. Werden dann gleich zu Hause die Pilze putzen. Und ja, ich glaube, dann nehmen wir euch auch mal mit, was wir dann damit kochen. Das ist nämlich mega lecker, frische Steinpilze. Ja. Und genau, war auf jeden Fall erfolgreich. Wie gesagt, Pilzsaison fängt jetzt gerade an. Geht raus in den Wald und haltet die Augen offen. Und wir drücken euch die Daumen, dass ihr auch ein paar leckere Steinpilze findet. Die Steinpilze mit einem Pinsel und einem Messer säubern. Pilze klein schneiden. Den Schwamm kann man ganz leicht mit den Fingern entfernen. Man kann die Steinpilze auch wunderbar trocknen. Knoblauch und Zwiebeln klein schneiden. Die Zutaten in Butter anbraten. Nudeln kochen. Etwas Schnittlauch und Schmand zu den Pilzen geben. Und servieren. Bon Appetit! Wir hoffen, wir konnten euch mit dem Video ein paar Tipps geben, wo ihr Steinpilze finden könnt. Wie man die Steinpilze erkennt und wie einfach man doch mit frischen Steinpilzen was Leckeres kochen kann. Einfach ja, Knoblauch, Zwiebeln klein schneiden, in Butter anbraten, alles zusammen. Den Schmand oder die Sahne kann man auch weglassen, schmeckt auch ohne super lecker. Und da hat man ein leckeres, ja, Steinpilzgericht, einfach top.
Und noch zur Info oder eine wichtige Info für euch, die gerne Steinpilze sammeln würden. Pro Person darf man am Tag 2 Kilo sammeln und das ist mehr als genug. Also 2 Kilo ist schon ordentlich. Ja, definitiv. Und wir denken, keiner isst 2 Kilo am Tag. Ich glaube, das wäre vielleicht doch irgendwann ungesund. Aber ja. Genau, dass man es einfach nicht übertreibt und dass man das im Blick behält, so dass für jeden noch was da bleibt oder da ist und ja. Genau. Und in diesem Sinne, wie gesagt, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wenn euch das Video gefällt, dann kommentiert doch einfach oder gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert uns und ansonsten würden wir sagen, viel Glück bei der Steinpilzsuche. Und viel Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.